Herzlich willkommen bei mir zu Hause, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich einen besonderen Gast, und zwar die Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Annette Wittmann-Mautz. Merhaba Nalan Nahim. Dankeschön, Merhaba. Das ist eine sehr schöne Geste. Vielen lieben Dank. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Wittmann-Mautz. Sie sind nämlich für mich oder für Menschen wie mich, sitzen Sie an einer wichtigen Stelle und decken wichtige Aufgabenbereiche ab, wie Integration, Migration, oder Sie fördern auch Projekte mit Flüchtlingsbezug. Das sind Themen, die mich privat und beruflich sehr beschäftigen. Und heute habe ich nur 5 Fragen an Sie. Sie betreffen 2 Themenbereiche. Offenbar treffen diese Themen, aber betreffen Sie Migrantinnen und Migranten besonders. Meine erste Frage an Sie bezieht sich auf einen Bericht der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Demnach sind Migrantinnen und Migranten besonders von den gesundheitlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Woran liegt es und wie ist die Situation in Deutschland? Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Einwanderungsgeschichte sind in Deutschland sehr stark auch in den sogenannten systemrelevanten Berufen tätig. Das heißt, sie sind häufig im Gesundheitswesen tätig als Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und haben schon vom Beruf her natürlich viel Kontakt zu infizierten Menschen, die an Corona erkrankt sind. Aber Menschen mit Migrations- und Einwanderungsgeschichte sind häufig auch in Bereichen tätig, wo die nicht durch Digitalisierung ersetzt werden können. Also wo es darauf ankommt, weiter im Kontakt mit den Menschen zu bleiben. Ist es in der Gastronomie, im Transportwesen, im Einzelhandel, und sie sind deshalb häufiger in der Gefahr, durch Kontakt an Corona zu erkranken. Und eine Ursache kann sein, sie sind beschäftigt in Bereichen, wo man den Abstand nicht halten kann und wo die Arbeits- und Wohnverhältnisse schlecht sind. Denken Sie an die Fleischindustrie. Wir hatten den großen Skandal im Laufe des Jahres. Und deshalb kommt es sehr darauf an, dass wir hier genau darauf achten, dass die Arbeitsbedingungen stimmen, die Wohnverhältnisse besser werden. Und deshalb haben wir gerade in dieser Woche im Deutschen Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das hier zu besserem Arbeitsschutz und zu besserer Kontrolle führt. Das ist ja auch ein ähnlicher Fall in den Staaten gewesen. Auch dort haben sich überdurchschnittlich viele Menschen afroamerikanischer Abstammung infiziert. Deutschland ist da wahrscheinlich auch ein Beispiel, aber es ist gut zu hören, dass da natürlich auch politisch etwas unternommen wird. Eine weitere Erkenntnis aus diesem Bericht betrifft auch die Arbeitslosigkeit. Während der Pandemie ist die Arbeitslosigkeit auch gestiegen, vor allem unter Migrantinnen und Migranten. 42% davon waren sie nämlich, obwohl sie nur ein Viertel der Gesamtbevölkerung ausmachen. Wie möchte die Bundesregierung eigentlich daran arbeiten oder dagegen wirken? Wir müssen schauen, woher kommt dieser überproportionale Anteil an der Corona-bedingten Arbeitslosigkeit. Und da sehen wir, dass natürlich die Branchen, die jetzt ganz besonders eingeschränkt sind, die Gastronomie, die Hotels, die Restaurants sind geschlossen, dass der Einzelhandel, dort wo wiederum sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte beschäftigt sind, sie sind besonders hart getroffen. Denken Sie an die Veranstaltungsbranche. Auch hier sind viele Künstlerinnen und Künstler, Kreative tätig, und sie können derzeit nicht arbeiten. Deshalb hat die Bundesregierung das größte Hilfspaket in ihrer Geschichte auf den Weg gebracht, mit ganz konkreten Hilfen für Selbstständige, Solo-Selbstständige, für Unternehmerinnen und Unternehmer, damit diese schwere Krise überwunden werden kann und so wenig Unternehmen wie möglich
womöglich dann insolvent werden und damit Arbeitskräfte freisetzen. Also wir müssen an jeder Ecke und an jedem Ende darauf achten, dass wir zusammenhalten, zusammenstehen und diese Solidarität jetzt auch in den wirtschaftlichen Programmen zum Ausdruck bringen. Denn jedes Unternehmen, das nicht mehr am Markt teilnimmt, kann auch keine Ausbildungsplätze mehr zur Verfügung stellen. Deshalb haben wir auch den Unternehmen geholfen, die hier ganz speziell gesagt haben, nein, wir bilden trotzdem weiter aus. Und toll ist zu sehen, dass es auch viel Kreativität in dieser Krise gibt. Ein Hotel in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat die Pandemiezeit jetzt genutzt, während sie keine Gäste empfangen, um ihren Beschäftigten mit ihren Beschäftigten Deutschkurse durchzuführen und Weiterbildung zu machen. Also man kann auch in der Krise wieder eine Chance sehen, um damit auch die Beschäftigungschancen und die Arbeitsplätze nach der Krise zu sichern. Sie haben es eben angesprochen, Veranstaltungsbranche oder Hochzeiten, das war ja auch ein Thema über die Sommermonate. Da haben einige Zeitungen auch ein bisschen klischeehaft und mit vielen Vorurteilen leider über viele arabische oder türkische Hochzeiten berichtet, die trotz der Corona-Beschränkungen stattgefunden haben. Natürlich soll man das auch kritisieren, wenn Menschen sich nicht an die Regeln halten. Aber ich habe mich da gefragt, ob diese Menschen tatsächlich über die Informationen der Bundesregierung zu der Corona-Pandemie informiert waren. Also habe ich mir die Frage gestellt, inwiefern konnte der Staat diese Menschen erreichen, vielleicht, die vielleicht nicht so gute Deutschkenntnisse haben oder nicht so gut Deutsch sprechen. Was glauben Sie oder inwiefern, wie gehen Sie vor, diese Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, zu erreichen? Ja, entscheidend ist, man kann sich nur richtig verhalten, wenn man weiß, wie sind die Regeln und wenn sie auch verstanden werden. Es gibt einfach auch viele Menschen, die sich schwer mit unserer Sprache tun und deshalb kommt es. Das ist ja auch eine schwere Sprache, muss man sagen. Ja, nicht nur für Menschen, die eine andere Muttersprache haben. Manchmal ist es auch für uns selbst sehr schwer. Und vor dem Hintergrund umso bedeutsamer, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, die Informationen an die Menschen heranzutragen, dass wir sie informieren. Und deshalb habe ich mit meinem Arbeitsstab von Anfang an einen ganz, ganz großen Schwerpunkt darauf gelegt, möglichst in vielen Sprachen die Informationen zur Verfügung zu stellen. Man kann, wenn man auf meine Website geht, wenn man mir auf Facebook folgt, wenn man bei mir auf Instagram folgt, kann man all die Informationen in über 20 Sprachen erhalten. Wir haben ganz spezielle Informationsbroschüren entwickelt. Die kann man sich auch aus dem Netz herunterladen in der Sprache, in der man sie braucht. Man kann sie im Hausflur aushängen, sodass möglichst viele Menschen die Chance haben, auch Kenntnis zu erhalten. Und wir haben im Gespräch mit Migrantenorganisationen auch sehr schnell festgestellt, dass es einfache Sprache braucht, dass es oftmals auch leichter geht zu verstehen, wenn das in einem Film erklärt wird, auch von Protagonisten erklärt wird. Und deshalb, ja, wir haben auch Videos, wir haben auch Zeichentrick, also wir haben alle möglichen Wege genutzt. Und ich bin stolz, dass auch unsere Bundeskanzlerin die türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in einem speziellen Interview angesprochen hat, weil es uns wichtig ist, dass wir alle Menschen erreichen. Und gerade jetzt in einer Zeit wie der Vorweihnachtszeit, wo viele Menschen ja die Gemeinschaft auch in ihrem Glauben suchen, ist es ganz wichtig, dass wir die Regeln beachten. Und deshalb, egal welche Religion, egal welche Herkunft, entscheidend ist, wie wir uns verhalten, nicht woher wir kommen. Genau, und den Link zu Ihrer Seite werde ich unter diesem Video nochmal teilen, damit all diejenigen, die vielleicht noch nichts von diesem Angebot wussten, nochmal drauf zurückgreifen können. Ein weiteres Thema, das ich gerne ansprechen wollte, ist das Thema Rassismus. Ich meine, die Corona-Pandemie wird uns wahrscheinlich auch die nächsten Monate beschäftigen, aber erfreulich ist es zu wissen, dass es einen Impfstoff schon dagegen gibt. Eine Gefahr, gegen den wir leider noch keinen Impfstoff entwickeln konnten, den es so auch nicht geben wird, ist wahrscheinlich das Thema Rassismus. Bevor es im März mit der Corona-Pandemie in Deutschland losging, hat uns leider ein terroristischer, rassistischer Anschlag in Hanau
sehr erschüttert. Und so wie ich das in meinem privaten Umfeld auch mitbekommen habe oder durch meine Berichterstattung, habe ich auch mit vielen Menschen gesprochen. Das war für sie so eine Zäsur, ehrlich gesagt, das, was sie wahrgenommen haben. Ich möchte Ihnen ganz kurz von einem Gespräch mit einer jungen Frau berichten, die mir Folgendes gesagt hat. Sie sagte mir, dass sie sich nicht mehr nur Sorgen über Rassismus macht, sondern inzwischen auch eine Wut gegenüber dem deutschen Staat empfindet. Sie hat gesagt, ich zitiere, ich habe bisher Sorgen gehabt, die ich versucht habe mitzuteilen, aber inzwischen empfinde ich mehr Wut, weil meine Sorgen nicht gehört wurden. Aus der Enttäuschung wurde Wut. Der Staat unternimmt nicht genug gegen den Rassismus. Ich fühle mich immer unsicherer und manchmal führt das sogar dazu, dass ich das anfange, den Deutschen rassistischen Tendenzen zu unterstellen, wenn sie nichts gegen Rassismus unternehmen oder diesen wahrnehmen. Was könnten Sie dieser jungen Frau von hier aus sagen? Also zunächst will ich ihr sagen, dass ich sehr gut nachvollziehen kann und verstehe, warum sie diese Wut hat. Ich selbst war nach dem Attentat in Hanau, habe mit den Angehörigen der Opfer gesprochen und habe diese Wut auch gespürt. Und deshalb war es mir auch so wichtig, dass wir nicht dabei stehen bleiben in der Trauer, sondern dass wir handeln. Wir haben daraufhin, die Bundeskanzlerin hat einen Kabinettsausschuss eingesetzt. Sie hat das Thema Rassismus klar benannt, den Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und wir haben in vor wenigen Tagen einen umfangreichen Maßnahmenkatalog verabschiedet. Und der muss natürlich und setzt an bei dem Thema der Strafverfolgung, bei der Stärkung unserer Sicherheitsbehörden. Denn egal woher man kommt, egal welche Herkunft einem zugeschrieben wird, alle Menschen müssen sich in diesem Land sicher fühlen können. Das ist entscheidend wichtig. Aber das reicht nicht, denn wir müssen dem Rassismus den Nährboden entziehen. Es gibt bewusste Verhaltensweisen, es gibt auch unbewusste Verhaltensweisen. Wir müssen uns dem und bewusst werden, damit wir es benennen können und auch bekämpfen können. Und wir müssen vor allen Dingen den Opfern dann auch zur Seite stehen und ihnen nicht erst, wenn Gewalt angewendet wurde, schon, sondern auch schon vorher Hilfestrukturen bieten. Ich habe deshalb mich sehr gefreut, dass der Kabinettsausschuss meinen Vorschlag realisiert, nämlich ein zentrales Beratungszentrum mit einer zentralen Hilfe-Hotline einzurichten. Und wir brauchen vor allen Dingen immer wieder die Perspektive der Menschen, die betroffen sind. Denn ohne ihre Perspektive werden wir nicht die richtigen Antworten finden. Und deshalb werden wir auch einen Expertenrat bei der Integrationsbeauftragten schaffen, der diese Perspektiven auch über ja, die Innenpolitik hinaus in alle gesellschaftlichen Bereiche mit einbringt und voranbringt. Daran ist mir sehr gelegen. Lassen Sie mich einen letzten Punkt sagen. Wenn wir die Vielfalt in unserem Land nicht als Wert wertschätzen, dann haben diese Ideologien, dann haben Vorurteile immer Platz. Und deshalb kommt es sehr darauf an, dass wir die Vielfalt in unserer Gesellschaft, die längst Realität ist, auch zur Normalität werden lassen. Und das heißt, wir müssen die Potenziale aller in unserem Land wirklich verwirklichen, helfen. Und das heißt, auch unseren öffentlichen Dienst, unsere Behörden, unsere Wirtschaft vielfältiger machen. Und ich bin so stolz, dass der erste Impfstoff gegen Corona in Deutschland, aber von einem türkischstämmigen Unternehmer und seiner Frau seiner Frau entwickelt wurde. Darüber freue ich mich sehr und darauf können wir stolz sein. Und es gibt viele, viele, viele solche Erfolgsgeschichten. Und die wertzuschätzen, zu zeigen, das hilft, dem Rassismus den Nährboden zu entziehen. Ganz genau. Also ich sehe es sehr ähnlich. Es ist nämlich Potenzial, dass Deutschland sich nicht entgehen lassen dürfte. Es sind sehr viele junge Menschen, die die Sprache perfekt beherrschen, die in diesem Land aufgewachsen sind, hier etwas erreichen und machen wollen. Und das war eine sehr schöne Botschaft an die, die dieses Video auch sehen werden. Als die letzte Frage möchte ich Sie fragen. Sie sind ja die Ansprechpartnerin der Bundesregierung sozusagen für Menschen wie mich oder für andere Migrantinnen und Migranten. Wie können diese Menschen Sie erreichen? In welchem
welchen Bereichen können Sie Ihnen weiterhelfen? Vielleicht das zum Schluss nochmal als Appell. Ja, mein Ziel als Integrationsbeauftragte der Bundesregierung ist, das Zusammenleben zwischen Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte in unserem Land gut zu gestalten. Denn es braucht ja alle, damit es am Ende eine runde Sache wird und gut gelingt. Und meine Rolle hier im Bundeskanzleramt ist auch deshalb so wichtig, weil ich in die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche der Bundesregierung hineinwirken kann. Gleiche Chancen, das beginnt schon bei der Kita, geht über die Bildung, geht über den Arbeitsmarkt, Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Wirtschaft. Wir haben eingangs über Gesundheitspolitik gesprochen und deshalb, ja, hier kann ich viele gute und wichtige Anregungen geben und die Dinge vorantreiben. Ich habe einen Arbeitsstab mit circa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im Übrigen auch einen hohen Anteil von Menschen mit eigener oder familiärer Einwanderungsgeschichte, auch in Führungspositionen. Auch darauf bin ich in der Zusammenarbeit sehr stolz und mich kann man erreichen. Wir haben einen Bürgerservice, also auch wenn Menschen ganz konkrete Fragen haben zum Thema Einbürgerung, wenn es um die Arbeitsverhältnisse geht, wenn es um Fragen des Aufenthaltsstatus geht. Und deshalb, man kann mich anrufen, man kann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kollegen auch per E-Mail erreichen. Und auch da bin ich dankbar, wenn wir diese Rückmeldung auch bekommen. Denn so wie wir jetzt gemerkt haben, wie wichtig das Transportieren von Informationen in den Muttersprachen ist, wie der Dialog ist, so können wir dann auch die Maßnahmen entsprechend verbessern. Also ich freue mich darauf, im Kontakt zu sein und die vielen, vielen Anregungen auch bearbeiten zu können. Vielen Dank für diese wertvolle Arbeit, die Sie leisten. Und meine Aufgabe als Journalistin sehe ich genau an dieser Schnittstelle eigentlich, dass ich Sie mit den Menschen hier in Verbindung bringen kann, dass wir dieses Video zum Beispiel auch untertiteln, damit es noch mehr Leute erreichen kann. Aber ich danke Ihnen nochmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich würde sagen, in diesen schwierigen Zeiten passen Sie auf sich bitte auf. Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage und vielleicht sprechen wir nochmal miteinander. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche auch Ihnen alles, alles Gute. Auch Ihnen schöne Feiertage. Bleiben Sie gesund. Passen Sie gut auf sich auf. Dankeschön.